Ja, und Infrarotanlage, die kleine Infrarotanlage läuft auf 4,8 Volt, weil du musst den Anhänger jetzt einzeln ansteuern. Das hat jetzt nichts mit dem Infrarot. Und da musst du die 4,8 Volt abgesuchen, weil ich habe keine 4,8 Volt abgesuchen, sondern nur 4,2. Ne? Das ist eins, das aus zwei verschiedenen Akkus. Kannst du überlegen.